Was? Hallo liebe Zuschauer und willkommen zu einem neuen Video. Und ja, ihr seht es hier vielleicht schon, ne? Ich mache jetzt mal den Versuch eines neuen Formatstarts, obwohl eigentlich ist es nicht neu, eigentlich ist es alt. Und zwar ein Reaction-Video, denn ich habe im Internet jetzt auf YouTube ein Video gefunden und das ist so dermaßen scheiße. Und dieses blöde Arschloch, das da jetzt sitzt gleich, ja, gibt da einen Dünnpfiff von sich, ja, also da möchte ich was zu sagen. Das Video wird etwas länger, denn der Idiot macht auch, also total lange Videos auch noch dazu, ne, in seiner zugemüllten Fickwohnung, ja, und, also ich weiß nicht, keine Ahnung. Und da möchte ich ein bisschen was zu sagen und das machen wir jetzt gemeinsam und in Zukunft mache ich dann auch ähnliche Videos in diesem Stil. Ich habe mir hier ein paar Filme sogar hingestellt, die ich mir so rausgesucht habe. Ach, jetzt geht das hier wieder mit dem Scharf-Farbschema gemockt hier los hier, ne, so. Ein paar DVDs rausgesucht und dann mache ich vielleicht, ich habe ja vor, dieses Format mit meinem Bruder zu machen, wo wir dann beide vor der Kamera sitzen. Das werden wir wahrscheinlich auch hier vom PC machen, weil mit dem OBS kann ich das so machen wie das jetzt hier. Das ist dann viel einfacher und schneller. Vielleicht machen wir dieses Format dann hier. Dann setzen wir uns ein bisschen weiter nach hinten und natürlich einer links, einer rechts und in der Mitte wird das Bild dann zu sehen sein. Mal gucken, ob wir das dann vielleicht so umsetzen. Weiß ich jetzt noch nicht so genau. Das wird sich dann ja zeigen, ne? Könnt ihr mir auch gerne in die Kommentare schreiben, ob euch das dann so reichen würde. Oder ich könnte mir auch in die Kommentare schreiben, ob ich auch alleine zu Filmen reagieren soll. Also wie gesagt, ich kann ja mal bestimmt was zeigen hier. Ich habe mir da so den einen oder anderen Film rausgesucht für dieses kommende Format. Ja, ich habe den tatsächlich noch. Ich habe den wiedergefunden. Und ich habe ihn ja nie einzelreviewt. Ne? Es wird dann allerdings kein komplettes We-Watch-Together-Video, sondern ich würde nur die besten Parts daraus zusammenschneiden. Es sei denn, es ist wirklich ein Film, wo ich mich nur von Anfang bis zum Ende aufrege über das Ding, dann wird es komplett zu sehen auf meinem Kanal. Dann werde ich wahrscheinlich weggestrikt, aber ist mir dann auch egal. Keine Ahnung. Mal gucken, ne? Oder wie ist das mit dem einem Kanal, dessen Namen ich immer vergesse, der ganze Filme zeigt auf YouTube, wenn man auf die Videos reagiert, ist das dann auch wieder Content-Klau oder wie ist das? Schreibt mir da mal ein bisschen was zusammen, wer sich da ein bisschen auskennt. Könnt ihr auch an meine E-Mail-Adresse schreiben. So, lange Rede, kurzer Sinn, jetzt machen wir mal dieses unglaublich schlechte Video hier an und ich sage da immer ein bisschen was dazu. Vermutlich wird das hier auch ein Zusammenschnitt, kann auch sein. Ich weiß nicht, ob ich auf das ganze Video jetzt hier reagiere oder so, weil phasenweise redet der einen belanglosen Käse vor sich her, das weiß ich nicht, da würde ich nur hier sitzen und gar nicht reagieren, weil weiß ich jetzt nicht genau, ich habe mir das nicht ganz angeguckt, ich habe es kaum ausgehalten, das Video. Wir gucken das mal, ne? Los geht's, 3, 2, 1, go! Das ist erstmal dieses überlange Intro. Ich würde mal sagen, das machen wir mal weg hier. Wo ist das? Ich geh das weg. Wie lang das ist, Alter! Ja. Mal das Mikro näher ran, für den Ton hier, ne? So, jetzt geht das Scheiß los gleich da. Ja, sag was, begrüße die Zuschauer, du Vollhorn, du. Hallo liebe Zuschauer und willkommen zu einem neuen Video und gleichzeitig auch zu einem neuen Format. Ein Format, das ich eigentlich lange schon mal aus dem Boden gestampft haben wollte. Ich habe mir sogar schon vor Ewigkeiten einen Thumbnail dafür gebaut, den ihr jetzt auch gesehen habt. Und dann habe ich aber die Idee wieder verworfen, weil ich eigentlich schon genug rummeckere. Aber es wird zukünftig mal Videos geben, in denen ich ganz gezielt meinem Unmut Luft machen werde. Ja, gibt's Tausende. Der schreit nur rum auf seinen Videos. Ne? Und diesen komischen Thumbnail hat er nie wieder verwendet. Ne? Also, der redet nur Scheiße die ganze Zeit. Und das auch wohl wahrscheinlich jedes Mal recht lautstark. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt hier hineinsteigern kann, noch nach dem heutigen Tag. Denn ich habe einiges an Energie verbraucht mittlerweile. Und mich jetzt das schon über den Scheiß aufgeregt, der heute passiert ist, ja. Wenn du Energie verbraucht hättest, ja, warum... Oh, jetzt habe ich den Untertitel angeschaltet. Warum bist du dann so fett, du blöde Sau? Ne? Wenn du mal Energie verbrauchen würdest, dann würdest du ein bisschen vernünftiger aussehen in deinen Videos. Und... Ich bin gespannt auf eure Kommentare unter diesem Video. Das könnt ihr mir glauben. Ich habe einen Tag hinter mir, Ja, oh mein Gott, du hattest einen Scheißtag. Mein Gott, man kann sich auch anstellen. Der nächste Tag wird dann vielleicht wieder ein bisschen besser und dann? Ne? Mein Gott, ich stell dir mal vor, du kommst längere Zeit ins Krankenhaus. Ne?
Aber sowas kennst du nicht. Es gibt ja so Tage, ne, die möchte man echt aus seinem Gedächtnis löschen. Und das hier ist heute einer davon. Und das Geile ist halt, es ist auch ganz gut passend, dass ich dieses Format jetzt hier starte. Also das Format Rant. Ein Rant, wer es nicht weiß, ist halt, dass man ja über etwas, das so nicht sein kann oder das irgendwie voll falsch ist oder ja, richtig mal abmorzt und ablästert. Danke, dass du uns dummen Zuschauern das erklärt hast, du Vollidiot. Ja, abgesehen davon finde ich, dass man über so andere Videos Rant-Videos macht, ja. Das ist der letzte Fotzenrotz. Da kann man mal sehen, wie niedrig dein Kanalniveau ist, du Pfeife. Zu Recht. Und da mal einer so eine Meinung drüber raushaut. Und was mir heute in mehrerer Hinsicht passiert ist und vor die Füße gefallen ist, red mal ein Wort geradeaus. Beschreibung, wirklich, ohne Scheiß. Es ist, immer wenn du glaubst, du hast die größte Scheiße schon erlebt, dann kommt nochmal um die Ecke der nächste Hammer. Aber wirklich. Und das heute war wirklich, ich habe am Ende die letzte Sache, die ich Ihnen erzählen werde, da habe ich wirklich nur noch da gestanden und ich konnte es nicht fassen. Also ich konnte es nicht fassen. Aber da, ich komme noch dazu. Ich muss mich erstmal sammeln und erstmal einen Anfang finden für den ganzen Scheiß hier. Wir haben heute den 4.9.2017 und Freitag und auch am Samstag hat meine Süße, ich habe meine Süße verwaltet unsere Kohle, also auch meine. Ich weiß schon meine Bankkartennummer gar nicht mehr. Doch, ich weiß sie noch. Also ich habe sie mir an geheimer Stelle, ich habe sie unter die Eier tätowiert, nein. Ja. Deine Freundin verwaltet dein Geld. Mann, du bist ja männlich, ey. Ne? Lässt dich von so einer Bitch unterdrücken oder was? Bist du ein bisschen bescheuert im Kopf oder was? Dann kann man ja auch mal deinen Intelligenzquotienten dran ermessen, dass du noch nicht mal mit deiner eigenen Kohle klarkommst im Monat oder wie. Also echt mal. Ja, ich habe sie mir an geheimer Stelle natürlich irgendwo notiert für den absoluten Notfall. Abgesehen davon, ich brauche ja nur meine Süße zu fragen, die sagt mir die dann natürlich. Ne? Aber sie verwaltet unsere Kohle und sie wollte halt Geld abholen, also mein Geld, ne? Also ihrs und meins. Denn sie verwaltet auch meine Kohle. Ich habe ihr gesagt, Schatz, nimm du den kompletten Anteil, der vom Jobcenter kommt. Du kaufst ja für uns ein. Oder wir kaufen gemeinsam ein und du bezahlst dann ja an der Kasse den ganzen Einkauf. Also mach du das. Und rechne du das irgendwie alles zusammen. Und so, ja, mach ich alles klar. So, und war kein Geld drauf. Tja, passiert. Am Freitag. Und am Samstag dann? Auch noch nicht. Ja. Ich sag, ja, weiß nicht, was da los ist. Keine Ahnung, ne? Ja, gut, warten wir mal ab. Montag kannst du ja mal im Jobcenter anrufen. Ne? Oder ist da irgendwie was abgelaufen und wir haben vergessen, die Vorzahlung zu beantragen. Muss man ja alle Nasler, muss man ja so ein Weiterbezahlungsbewilligungsbescheid, Dingsbumsgedöns, Scheißdreck ausfüllen. Ernsthaft, du hast 3 Tage kein Geld und dann gehst du dem Amt auf den Sack und rufst da an, ich will mein Geld haben, mi. Alter, was bist du denn für eine Weichpflaume, ey? Und das dann wieder einreichen. Und haben wir das vergessen oder so? Ich sag, nee, also per Post ist da nichts gekommen. Naja, aber ich kann da mal zu Hause nachgucken. Und dann habe ich mir diesen Zettel hier rausgesucht vom Jobcenter. In dem steht monatlicher Gesamtbeitrag für Januar 2017 bis November 2017. Also bis November 2017 mindestens wird wohl mittels bewilligt sein. Hier drauf stand dann auch die Telefonnummer, die ich dann gewählt habe. Ich habe am Jobcenter angerufen und gesagt, jo, guten Tag, Tommy Günzel hier meine Nummer, blablabla. Ich muss ja so eine Nummer durchsagen, da. Wie heißt das Ding nochmal? BG-Nummer. Blind Guardian-Nummer oder so, keine Ahnung. Oh. Ja, und dann, folgendes Problem, sag ich, da ist kein Geld drauf gekommen. Das ist, glaube ich, die Berufsgenossenschaftsnummer, du Intelligenzbolzen. Was ist da los? Was habe ich da? Hab ich irgendwas getan oder so, ne? Ja, Moment, ich guck mal eben nach. Ja, Tom Günzel, Geburtsdatum, sie wohnen da und da. Ja, sie sind nicht mehr bei uns im System. Ich sag, bitte was? Ja, wir haben sie aus dem System genommen. Sie sind nicht mehr bei uns gemeldet, wenn man so will, wenn man es genau nimmt. Und warum? Ja, es kam, wir haben zweimal eine Einladung geschickt zu meiner Fallmanagerin da, oder wie sagt man das, ne, die mit der meine Betreuerin da, ne, hat mich zweimal eingeladen. Und diese Einladung kam immer wieder ans Jobcenter zurück.
Und dann haben sie auch noch ein Schreiben geschickt, dass sie mir demnächst die Gelder halt wegkürzen werden, weil ich ja nicht mehr auflaufe. Und auch dieses Schreiben kam zurück. Und dann war das für die das Anzeichen, dass ich, weiß ich nicht, tot bin oder so. Und dann haben sie gesagt, du, der meldet sich nicht, dann streichen wir immer die Gelder. Tja. Warum hat das verfickte Jobcenter eigentlich meine drecksverfickte E-Mail-Adresse? Warum habe ich da ein verdammtes Telefon stehen? Warum habe ich beim Jobcenter zusätzlich die Telefonnummer von meiner Freundin angegeben für den Notfall? Hä? Telefone bemühen oder mal eine E-Mail schreiben, kostenlos, ist ja wohl der größte Aufwand der scheiß fucking Drecksgalaxis! Alter, sag mal, hast du Nachbarn? Hast du Nachbarn, du Untermensch? Hast du mal vielleicht daran gedacht, dass die auch mal pennen wollen? Aber ich glaube, ich habe auch von dir im Video gesehen, dass du in der Bruchbude da alleine wohntest oder irgendwie sowas. Da kannst du ja auch nicht rumbrüllen, du Proll, wa? Ne? Also, ich habe hier Nachbarn und ich respektiere das auch. Meistens. Ich habe die Dame dann freundlich gefragt, hätten sie vielleicht mal eine E-Mail schicken können? Und die O-Ton-Antwort, ich wünschte, ich hätte das Gespräch aufgezeichnet, die O-Ton-Antwort der freundlichen Dame, die klang, als wolle sie dringend ihren Kaffee weiter trinken und war nur angefressen. Ja, na, da kann ich ja nun auch nichts machen. Ja, so war die drauf. Ne? Ich sag, ja, warum haben sie mir nicht mal eine E-Mail geschickt? Sie haben doch mal die E-Mail-Adresse vorliegen. Na, nein, sowas klären wir nur auf dem Postweg. Wir schicken keine E-Mails, wir schicken nur Briefe. Willkommen in der Steinzeit des Jobcenters Deutschland! Wir schicken keine E-Mails, wir schicken nur Briefe! Ja, sei doch froh! Die geben sogar noch Geld für deinen fetten Arsch aus, du Penner! Ne? Abgesehen davon ist das auch eine Nummer sicher eigentlich normalerweise. Aber wenn du zu blöde bist, da irgendwie mal deine Post zu checken... Ich will E-Mails bekommen. Ich will nicht zum Postkasten laufen müssen. Dann nehme ich ja ab aus Versehen. Das will ich nicht, oder was? Demnächst muss ich an den Horizont gucken und sehen, ob ich da irgendwo Rauchzeichen sehe, oder was? Wenn ihr mal keine Schreibmaschinen mehr im Haus habt, oder wie? Wenn wir alle viel Glück haben, dann stirbt er beim Aufregen irgendwann ein Herzinfarkt, oder? Der sieht ja schon aus, als wenn er gleich platzt. Also habe ich gefragt, was soll ich jetzt tun? Was muss ich jetzt machen, damit ich wieder bei Ihnen gemeldet bin? Ne? Ja, das weiß ich doch nicht. Da müssten Sie gucken, was da passiert ist, was da los ist. Müssen Sie hier was vorlegen, dass Sie da noch wohnen, schriftlich. Ja, also ich sage, alles gut, ich muss mal gucken. Ja. So, ich war ja alleine zu Hause, ich habe auf den Mond aufgepasst, meine Süße bearbeiten. Mit der konnte ich mich jetzt nicht kurzschließen. Was mache ich jetzt? Ich habe keine Ahnung von Ämtern und dem ganzen Scheiß. Ich bin dumm, ich bin ein scheiß Hauptschule und ein arbeitsloser Schmarotzer, nicht wahr? Einsicht ist der erste Schritt zur Besserung. Ah? Der sich Neurodermitis ausgesucht hat als Ausrede, ne? So, und was machst du? Was machst du? Ja, rufst den Alten an. Morgens um 8, der war begeistert, ne? Ja, und ich sag, da habe ich ihm den ganzen Fall erzählt, der ist am Telefon explodiert, cholerischer Anfall, maximal, ja, also auf Level 110 oder so. Ich möchte nicht wissen, wie der abgegangen ist, nachdem er aufgelegt hat, weil dann geht er, frisst das richtig an sich rein und dann schmeißt er mit Sachen um sich und solche Sachen. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, dann wissen wir ja, woher es kommt oder wie, hm? Aber er war ja nur allein zu Hause, hat es keiner mitbekommen in dem Fall. Mein Bruder ist ja auf Arbeit. So, und er hat dann gesagt, ja, du musst halt eben, normalerweise musst du jetzt los, hat er zu mir gesagt. Du musst jetzt los und dich jetzt schnellstens kümmern. Du kannst, ja, ich sag, ich muss auf den Mund aufpassen. Ne? Ich muss mindestens warten, bis May nach Hause kommt, also bis meine Süße nach Hause kommt. Das ist so. Ja, wann kommt die? Ich sag, ja, um 13 Uhr, 14 Uhr. So, ja. Dann nimm den Hund doch mit. Der freut sich auf eine Gassi-Runde. Ne? Oder hast du Angst, den beim Jobcenter kurz draußen anzubinden? Oder wie? Weil die ganzen Assis klauen dir die Töle weg, oder was? Obwohl vermutlich, naja, ich weiß nicht genau. Mittagseinsätze, Leute. Und das ist dann so, ne? Ja, und dann ist ja, dann sind die ganzen Läden ja schon zu, das ist auch ein Jobcenter. Ich sag, ja, dann verschiebt sie das einen Tag. Ja, du könntest es auch jetzt nicht einen Tag aufschieben. Ich sag, ja, muss ich aber. Ne? Und letztendlich, ich meine, ich sag, ich kann auch den Hund nicht auch alleine lassen, das ist dann eben so. Kann ich machen, dann muss ich jetzt losgehen. Und dann meint mein Vater halt eben, er ist ja gleich der ganz, ich sag mal, ganz extreme Typ, ja. Er war der Meinung, du gehst jetzt zum Amtsgericht, holst dir diesen Schein da, diesen bla, ich weiß nicht, wie das heißt, diese Befreiungsanwalts,
Beratungshilfe. Ich weiß nicht. Rechtskostenbeitrag heißt das, glaube ich. Oder Rechtskostenbeitragsbefreiung oder so. Soweit ich weiß. Ich bin mir das auch nicht so sicher. Wie das Ding heißt. Er wusste das. Ich wusste es auch da, als er es mir gesagt hat. Und nimmst du den Anwalt und lässt es über den laufen alles. Und der macht das dann schon. Ich sag, ja, okay, könnte ich machen. Ne? Aber dein Plan hat einen Haken. Ja, was denn? Ich sag, ja, du möchtest doch bestimmt, dass ich da hingehe und mit meinem Bewilligungsantrag, ne, das dann da diesen Schein da beantrage, ne? Ja, ich sag, ja, was bringt das, wenn ich nicht mal beim Jobcenter angemeldet bin? Dann ist dieser Bewilligungsschein doch ungültig. Ich bin doch nicht mehr gemeldet beim Jobcenter. Ich bin doch quasi jetzt mittellos. Da werden die mir wohl kaum so einen Schein geben. Oder weißt du, ob sie das trotzdem machen oder wie? Ja, und da war mal vor der Feierabend. Da ist nur noch abgegangen. Ich habe gesagt, Fadi, komm, ich nicht auf. Schieß, komm, ich komme an mich irgendwie. Just in dem Moment bekam ich auch einen Anruf rein. Also, wenn ich mit jemandem telefoniere, bei meinem Sissen, und das ruft jemand an und versucht mich, also das Telefon von meinem Sissen zu erreichen, dann macht das immer so, während das Gespräch ist. Also, wenn ich bin, dann weiß ich, da klopft jemand an. Das ist so, ne? Ja, jetzt beschreibt er uns hier die neuesten technischen Errungenschaften, ne? So was er jedenfalls als das wohl versteht, ne? Kennt ja keiner von uns, da muss er uns ja auch ganz detailliert beschreiben, ne? Damit wir dummen Zuschauer auch wissen, was er dann meint, ne? Wenn es anklopft, so heißt das. Wenn man während eines Telefongesprächs einen Anruf bekommt, ne? Danke. Ich habe viel gelernt in diesem Video jetzt. Dieser Vater, der ist gerade jemand, der ruft mich gerade jemand an, ich rufe dich gerade nochmal zurück. Weil ich schon vermutet habe, dass das meine Süße ist, die jetzt wissen wollte, ne, was da jetzt beim Telefongespräch beim Jobcenter rauskam. Ja, dann habe ich das Ganze meiner Süßen abgedeckt. So war es auch. Ich habe dann mit ihr mal darüber gesprochen und gesagt, wieso, weißt du was, Schatz? Ich komme jetzt mal eben längst. Ich habe jetzt gerade ein bisschen Luft zwischen zwei Patienten, so eine halbe Stunde. Ne, und dann fahren wir zum Einwohnermeldeamt und dann holst du dir bei der Stadt Eckernförde eine Meldebestätigung. Ich sage, okay. Das ist super, danke, das finde ich klasse von dir. Und naja, ja, da habe ich mal Vater angerufen, um ihn zu beruhigen, ihm das gesagt, eine Mail kommt gleich, dann fährt sie mich da zur Stadt, dann beantrage ich da den ganzen Kram, den ich haben muss und dann muss ich damit zum Jobcenter hoch. Sie fährt mich auch dann hoch zum Jobcenter, sie hat ein bisschen Zeit. Ja, ist ja gut, wir haben es verstanden. Alles klar, ich bin dann hin zur Stadt, dann gleich, wir kamen glücklicherweise recht schnell dran. Ich habe dann halt eben da jetzt hier die Mailbestätigung zur Vorlage beim Jobcenter. Kann man hier auch alles sehen, ist auch alles wunderbar abgestempelt und alles. Das könnt ihr auch gerne sehen, ist meine Adresse drauf, ist mir scheißegal, denn ich habe sowieso noch ein Anliegen an euch am Ende dieses Videos. Aha. Ja, und das Ding hat mich 6 Euro gekostet, die ich nie wiedersehen werde. So, das ist einfach so. Ich habe keine Ahnung, wo ich das wiederholen könnte. Letztendlich wäre es sowieso wieder mit allen Händen und Füßen abschmettern. Ich werde es wahrscheinlich sowieso nicht wiederbekommen. Scheiß auf die Kohle, hat man das Wieso ausgegeben jetzt. Ist so. So, ja, also. Ja, die Unkosten hast du hoffentlich wieder reinbekommen. Wie lange ist das Video jetzt her? Irgendwas 2017 war es, ne? Ja. Ich weiß gar nicht, ob der noch lebt, ey. Ja, dann bin ich mit dem Wisch hin zum Jobcenter hoch. Ja, meine Süße ist dann weiter zur Arbeit gefahren. Ich habe gesagt, ne, ich gehe von hier aus zu Fuß wieder nach Hause, also zu dir, zu weiter, zu unserem Mount. Wenn ich das jetzt hier durch habe. So, und dann stand ich da im Jobcenter. 1,5 fucking Stunden. Stand ich in diesem verfickten Jobcenter mit meiner gezogenen Nummer. 15 Leute waren vor mir dran. Im Normalfall, ohne diese gezogene Nummer, wären die 15 Leute in 15 Minuten durch gewesen. Vielleicht in 20, aber nicht in 1,5 fucking Stunden. Und warum war das so, dass es so lange gedauert hat? Ja, das kann ich euch ganz genau sagen. Ich bin nämlich auf dem Punkt, wo man durch die Tür reinkommt, stehen geblieben. Mit Blick auf den doppelten Infoschalter, das sind 2 Schalter vorne. Und es gibt auch hinten eine Tür, ist Schalter Nummer 3. Da kannst du in so einen Raum reingehen und dann dich richtig hinsetzen. Und dann Big Jabba is watching you. Da dann fallt dann von einer dritten Person, falls mal richtig dicke Luft im Arbeitsamt ist. Normalerweise hätte diese Tür auch auf sein müssen, denn das Jobcenter war bis zum Brechen voll. Ich hätte eh keinen Sitzplatz gefunden. Ja? Und dann stehst du da und guckst da in diesen Infoschalter rein und die Damen sitzen da und sitzen da und sitzen da und da steht keiner, da wird nicht gerade jemand bearbeitet, nein, die sitzen da. Die Härte war dann steht die eine auf und verlässt den Raum und auch den Gang, keine Ahnung, in eine andere Etage und bleibt 30 Minuten weg. Kleine Schäferstündchen mit dem Chef oder so, ich weiß es nicht.
Vielleicht war die tatsächlich beim Vorgesetzten, wurde dahin zitiert und hat einen Einlauf wegen irgendeinem Scheiß bekommen. Vielleicht hat die eine private Nachricht erhalten und ist immer eben schnell wo irgendwo, was weiß ich, vielleicht ist ihre Angehörige verstorben oder so. Und dann war die erstmal fertig mit der Welt. Hast du mal über sowas nachgedacht, du Arsch? Du asoziales Drecksschwein, du? Hast du schon mal was von Menschlichkeit gehört, Alter? Also echt mal, ey. Da in dem birnenförmigen Ding, was du da auf den Schultern trägst, befindet sich normalerweise rein anatomisch ein menschliches Gehirn. Ja, vielleicht sollst du mal gucken, dass da die Connections wiederhergestellt werden, dass das mal wieder funktioniert. 30 fucking Minuten und die andere Dame hat die geschlagenen 30 Minuten nichts gemacht. Nichts. Die hat da gesessen. Sie hat nichts gemacht, sie hat nicht geschrieben, sie hat nicht getippt, sie hat die Maus nicht bewegt, sie hat da nur fucking gesessen. Ja, was soll sie denn machen? Auf den Stuhl springen, tanzen und Labaloma AD singen oder was? Diesen Job will ich. Ich will diesen Job. Das ist die Arbeit, die ich machen will. Ich will bezahlt werden fürs fucking Kaffee trinken und mal kurz alle Viertelstunde ein Blatt Papier entgegennehmen, einen Stempel draufdrücken und das Blatt Papier wieder rausgeben. Das will ich haben! Wie kriege ich das? Wen muss ich dafür töten? Welchen Schwanz muss ihr dafür lutschen? Mein. Was ist das hier für ein Video? Am Ende hoffst du noch, dass hier irgendwelche Memes generierst oder was? Ja? Oh mein Gott! Du arbeitsloses Arschloch musstest beim Jobcenter warten. Deine wertvolle Zeit wurde vergeudet. Was hättest du an dem Tag alles für wichtige, weltrettende Dinge machen können? Der Ablauf der Welt und das Gleichgewicht der Zeit wurde gestört, weil du ein paar Minuten beim Jobcenter warten musstest, du Pfeife. Als ich dann endlich dran kam, ich sag hier, Meldebestätigung. Ich habe angerufen heute früh, weiß ich jetzt nicht, ob ich mit Ihnen oder mit den Kollegen gesprochen habe oder keine Ahnung. Und da wurde mir gesagt, ich soll jetzt hierher kommen, schnellstmöglich und beweisen, dass ich immer noch in der Stahlhausstraße 12 lebe. Da hat sich nämlich nichts dran geändert. Aber die Briefe, die Sie mir schicken, kommen ja zurück. Was ich nicht wissen konnte, weil, wie soll ich das wissen? Ich kann kein Hell sehen. Er hat gerade seine Adresse geleakt, oder? Er hat gerade seine Adresse geleakt, wa? Willst du ein eigenes Schanzenfest oder was, du Pfeife? Ne? Was war das? Scharnhorststraße 12? Da sollten die vielleicht alle mal hinfahren jetzt. Ne? Aber ich bin ja jetzt hier der böse, böse, böse Bubi hier, der Schuldige, ne? Also, hier, bitteschön, ne? Ich will mein Geld. Ich will, dass sie mir die Kohle überweisen, verdammt nochmal. Ich habe keine Schuld an dem Fotzenhorst hier. Ja, wie gesagt, ne? Innerhalb der 3 Tage hast du wahrscheinlich 1 Gramm abgenommen. Geht ja nicht. Geht ja nicht. Ja, Moment mal. Klick, 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 klick. Er sah es kurz aus, als wenn sie mit jemandem chatten würde. Weil sie immer wieder reinklickte und immer wieder schrieb. Dann guckte sie wieder, dann schrieb sie wieder. Was sie auch immer da gemacht hat, ja. Sie hat... Die hat gearbeitet. Das ist das, worauf du die ganze Zeit gewartet hast, Mann. Ne? Und dann macht die das, worauf du gewartet hast. Und dann ist es auch wieder nicht gut, oder was? Meckerst du eigentlich über jeden Scheiß in deinem Leben? Am Ende meckerst du doch über schlechte Filme und sowas. Nur weil sie dir nicht gefallen oder so. Wahrscheinlich kommuniziert. Die haben wohl einen Jobcenter-Messenger oder so, keine Ahnung. Mit meiner Fallmanagerin. Ja, nehmen Sie bitte mit dem Schreiben Platz, also mit der Meldebestätigung Platz, Vorzimmer 10, Frau Kröner. Ich sage, ach, meine Sachbearbeiterin, alles klar, gut. Aber da haben wir die auch schon mal gelegt. Habe ich mich da nicht gleich hingesetzt? Ne? Ich muss mich ja vorne anmelden. Und dafür fucking 90 Minuten stehen. Mit meinem Wasser in den Beinen, ne? Oh. Und dann ich spiele für dich auf der kleinsten Geige der Welt. Eine Tüte Mitleid. Für Jabba the Hutt. Hä? Huh? Ich hab ja Wasser in den Beinen. Ja, dann tu was dagegen, ganz einfach. Oh mein Gott, ey. Kam ich dann auch endlich rein bei ihr, hab ich dann reingeholt da und dann bla bla bla, Phase, so und so. Ich sag hier so ist das und ich hab das Schreiben mit ja, ich kopiere mir das, ich gebe das weiter an die Leistungsabteilung und dann ist das in Ordnung. So, Herr Gunzel, aber wo wir schon mal hier sind, dann können wir auch gleich was besprechen. Ich gebe ihm mal schon mal den nächsten Termin mit und den hab ich hier. Den nächsten Termin. Gestern morgen um 11. Um 11:45.
Um 11.45 Uhr ist morgen nächster Termin. Weil, ne, hier. Ab Montag, dem 1., den 11. geht's los. Also in einer Woche. In einer Woche geht's los. Schöne Maßnahme, ne? 52 Tage, 10 Wochen. Und haltet euch fest, Leute, ohne Scheiß, haltet euch fest. Ich kenne jetzt die neue Methode des Jobcenters, uns Schmarotzer zu piesacken und uns weh zu tun und uns zu quälen. Es gibt eine neue, sie haben sich eine neue, böse, dunkle Macht ausgedacht. Und sie heißt Netto-Tage. Wisst ihr, was Netto-Tage sind? Ich werde es euch erzählen. Aber erstmal erzähle ich euch das hier. Sie hat mir diesen Flyer mitgegeben, sie möchte, dass ich daran teilnehme, weil das hilft mir, mich beruflich zu orientieren. Ich bin ja orientierungslos offenbar. Ich meine, ich habe ihr schon tausendmal gesagt, dass ich irgendwas Kreatives machen möchte, entweder als Redakteur oder als Moderator in dem Bereich irgendwas, ja, keine Ahnung, oder ähnliches. Irgendwas mit Medien vielleicht. Ich bin eigentlich fast schon orientiert. Ich weiß nur nicht genau, was es da so gibt. Das ist eigentlich alles. Dann informier dich. Gib da so ein Ding, das benutzt du gerade in diesem Video. Das heißt Internet. Ja, dann musst du, das heißt googeln. Und dann suchst du nach Jobstellen und Ausbildungsmöglichkeiten, Fortbildungsmöglichkeiten oder ähnliches, wenn du da noch nicht fortgebildet sein solltest. Oder du suchst halt in dem Bereich, in dem du schon was kannst, was. Ganz einfach. Und ja, ich weiß, es ist schwer, da was zu finden. Aber man muss am Ball bleiben und ganz einfach. Da müsste ich was haben, ja. Und was bekomme ich? Ich lese euch den Flyer einfach mal vor, würde ich sagen. Die Zeit nehmen wir uns jetzt mal, nicht wahr? Das wird also richtig schön trocken und öde. Aber Ausrichtung. Also erstmal, das Ganze heißt DOC Center Eckernförde Diagnostik Orientierung Coaching, also DOC. Stärken einschätzen, Perspektiven entwickeln und Unterstützung erhalten. Unser Ziel ist es, gemeinsam mit Ihnen realistische Schritte in Richtung eines für Sie geeigneten Arbeitsplatzes zu erarbeiten und Sie auf den Weg dorthin zu begleiten. Dafür steht Ihnen ein Team aus Sozialpädagogen, Psychologen, Jobcoaches und Arbeitsmedizinern zur Verfügung. Na, ich hoffe, die haben einen guten Psychologen, denn wir wissen ja, was das letzte Mal passiert ist, dass ich da eine Maßnahme musste, nicht wahr? Schwere Depression, massiver Neurodermitis-Schub, schlaflose Nächte, der Psychologe hat einiges zu tun bei mir. Den werde ich mir am ersten Tag am besten gleich mal vorstellen. Ja, du wirst bestimmt wieder irgendeinen Weg gefunden haben, diese Maßnahme zu umgehen, nicht wahr? Und ja, mir ist klar, dass diese Maßnahmen Steuergeldverschleuderung und Schwachsinn sind. Aber wenn du sowieso schon eine Strategie zurechtgelegt hast, wie du das vermutlich umgehen könntest, warum trittst du es noch groß breit? Wen interessiert der Scheiß denn? Naja. Unter Berücksichtigung der aktuellen Arbeitsmarktlage und Ihrer persönlichen Lebenssituation helfen wir Ihnen, Ihre beruflichen Ziele sowie konkrete Teilziele zu erarbeiten und umzusetzen. Dies geschieht in Gruppenarbeit von maximal 10 Teilnehmern. Schon mal nicht. Ich bin kein Teamplayer. Ich bin verdammter Einzelkämpfer, das war ich immer schon. Jo. Ich kann nicht im Team. Da sitze ich bloß da an der Ecke und ja, lass ich alle mal machen. So bin ich. Ich bin kein Teamplayer. Was Arbeiten und sowas angeht, kann ich nicht. Ich bin nicht für. Ich hab's nicht drauf da. Ist so. Tatsächlich. Ich meine, ich habe auf deinem Kanal Videos gesehen, wo du in einer Band spielst. Oder mitmachst. Das wäre dann wohl auch ein Team, glaube ich, oder? Und da hast du auch, glaube ich, immer großtönig rumgeprollt. Oh, das macht mir so viel Spaß, das gibt mir so viel Auftrieb. Vielleicht sollst du es einfach mal versuchen mit einer Teamarbeit? Hä? Aber gut, dann macht mal eure kleinen Grüppchen da. Ich mache keine Gruppe. In kleinen Gruppen und in eins. Ja, bei deinem Umfang kannst du die Gruppe auch alleine machen. Von dir gibt es auch alleine Gruppenfotos, vermutlich mal irgendwo. Arbeit sowie in individuellen Einzelberatungen. Ja, das nehme ich dann wahr. Die anderen könnt ihr behalten, die anderen Sachen. Sie werden sich ihrer derzeitigen Leistungsfähigkeit und Fertigkeiten sowie Ressourcen bewusst und entwickeln gemeinsam mit uns persönliche und berufliche Perspektiven. Habe ich schon, weiß ich schon, weiß, was ich kann. Diese ganze Scheiß, was sind ihre Stärken, was sind ihre Schwächen, Pussypisse, habe ich 3.597.000 Mal gemacht. So, an dieser Stelle habe ich jetzt mal geschnitten, weil es ist nichts mehr passiert in diesem ganzen Gefasel von wegen, ich will nicht zur Maßnahme, das ist da alles so scheiße. Danach hat er dann noch erzählt, was Netto-Tage sind. Ja, okay, ist schon ziemlich scheiße, die Idee vom Jobcenter da, aber naja. Und dann fängt er an mit Post und so, weil er ja unbedingt jetzt will, dass eine Post wieder zu ihm geliefert wird. Und in der DHL-Filiale haben sie ihm dann gesagt, dass er bei der Post anrufen muss, weil
Er hat nicht kapiert, warum auch immer, dass die DHL und die Post nicht so sehr zusammenhängen und so, aber na gut. So. Ja, und jetzt hat er gerade eben, da setze ich jetzt wieder an, gesagt, er wird jetzt ausländerfeindlich. Na, da bin ich ja mal gespannt. So weit habe ich das Video noch nie geguckt. Jetzt mache ich mich sehr unbeliebt, denn jetzt wird es ausländerfeindlich. Oha. Der Mann, den ich da am Telefon hatte, hat kein Wort von dem, was ich sagte, verstanden. Ja, zur Erklärung muss ich sagen, ich habe hier reingeschnitten jetzt, ne? Also er hat dann bei der Post oder vielmehr bei der DHL-Filiale erfahren, dass er da irgendwo anrufen muss beim Service, bla bla bla. Um dann da wieder zu sagen, dass er da, wie seine Adresse wieder eben ist, ne? So, und das hat er jetzt getan, so. Der sprach wie Ranjit von hier, wie heißt er hier? Kayayana? Ja, guten Tag, wie kann ich Ihnen helfen? Ich sage ja, guten Tag, Tommy Günzel, mein Name. Ich komme gerade von der Post, Hauptfilial Eckernförde. Die haben mir ihre Nummer mitgegeben. Ich soll mich an Sie wenden und nicht an die Leute vor Ort. Deswegen rufe ich jetzt an. Was? Ich nicht verstehen. Wie, was? Filiale. Ich sage, folgendes Problem. Dann habe ich das Ganze geschildert. Ne, den ganzen Weg und so, ne? Wo Sie wohnen? Ich sage, ja, Scharnhorststraße 12. Und da wird keine Post mehr hingesendet. Die wird erst nicht zustellbar, einfach weggeschickt. Und das kann nicht sein, denn ich wohne noch da. Mein Postkasten ist frei zugehbar. Da steht seit 10 Jahren das gleiche Namensschild dran. Da hat sich auch nichts dran verändert. Aber es läuft nicht mehr. Was ist da los? Wie heißt denn Scharnhorststraße, Heinostraße? Scharnhorststraße! S-C-H-A-I-N-H-O-R-S! Ich wäre bald geplatzt, ohne... Okay, buchstabieren ist auch nicht so dein Ding, was? Freu dich doch, dass dieser integrierte Mitbürger einen Beruf hat, wie nicht du zum Beispiel. Ne? Und was kann der dafür, dass der unsere Sprache noch nicht so gut... Hast du mal versucht, eine ausländische Sprache zu lernen? Also ernsthaft? Die ein bisschen schwieriger ist als Englisch? Hm? Du scheiß Nazi, du! Scheiß! Ich habe nicht geschrien am Telefon. Ich habe versucht, mich besser gesagt immer zusammenzureißen dann, ja. Aber ich... Na, wie ist es das? Ich war wahrscheinlich rot wie die Tomate und mir kam Dampf aus den Ohren. Ich weiß es nicht. So wie in diesem lustigen Video, was Rupi mal über mich gemacht hat. So sah ich wahrscheinlich aus. Aber ja. Wo? Ohne Scheiß! Oder wie in deinem furchtbar schlechten Thumbnail zu diesem Video, was ich mir hier gerade angucke, ne? Ohne, dass es Comedy ist. Der hat mich nicht verstanden. Der hat mir... Ja, ich habe das jetzt aufgenommen. Haben Sie Telefonnummer, die... Ich hab dir die Nummer von meiner Süßen gesagt, weil da auch wirklich jemand dran geht. Hier bin ich ja tagsüber nicht da. Wenn die jetzt hier anrufen würden und ich bin gerade Hundhüten, ja, Pech. Ne? Und deswegen habe ich zur Sicherheit die Nummer meiner Süßen angegeben, weil da immer jemand eigentlich ist. Bis auf vielleicht ein paar Minuten, wo ich dann auch mal da bei ihr mit dem Hund gehe. Ne? Oder eine Viertelstunde, jeweils pro Runde. Eine halbe Stunde. Ja, auf, es ist, ne, meistens jemand da, wir haben es kapiert. Da habe ich noch dazu gesagt, das ist bei Speckmann, auch wenn da eine Dame rangeht, können Sie das mit ihr genauso klären. Das ist meine Partnerin, meine Lebenspartnerin. Ja, ich leite das jetzt so weiter und Sie werden dann zurückgerufen, falls noch Rückfragen sind. Ich sag, wie falls noch Rückfragen sind? Ich will wissen, was da passiert ist. Ich möchte auf jeden Fall, dass Sie mich zurückrufen. Ja, nee, die rufen nur zurück, wenn dann irgendwelche Rückfragen sind. Wenn es da noch was zu besprechen gibt. Okay. Leck mich am Arsch. Ja, Entschuldigung, dass sich nicht die ganze Welt nur um dich dreht, du dumme, fette Qualle. Die haben ja auch rund um die Uhr nichts Besseres zu tun, als sich darüber zu überlegen, oh mein Gott, wir müssen hier unbedingt feststellen, warum Jabba the Hutt seine hintergalaktische Schrottpost nicht mehr bekommt. Und sobald wir wissen, woran es gelegen hat, müssen wir ihn sofort... Ach, wir rufen ihn nicht an, wir schicken ihm einen Kurier, der ihn persönlich begrüßt und als Dankeschön am besten noch ein bisschen Kohle überreicht, was? Und als Entschuldigungsgeld am besten oder so. Kann das sein? Das hättest du wohl gerne gehabt, wa? Was jetzt? Tommy Gunzel, Scharnhorststraße 12, 2 4 3 in Eckernförde. Schickt mir eure Post. Ja. Ich will Fanpost haben. Fanpost? Schickt mir Briefe. Los. Macht mir ein Bild. Keine Ahnung. Schick mir Tittenbilder. Das hättest du gerne, oder? Was? Keine Ahnung. Und ich will hier meinen Postkasten gefüttert haben. Ist das nicht eine armselige Gestalt? Wie kann man noch mehr um Aufmerksamkeit bitten? Mal ganz ehrlich, ich habe sowas noch nicht gesehen. Ich hoffe, du hast viele Tittenbilder bekommen. Vornehmlich von irgendwelchen alten, runzeligen Frauen.
damit ich sehe, dass das wieder funktioniert. Anders kriege ich es nicht raus. Ich habe alles versucht. Ich habe keine fucking Kraft mehr. Oh. Ich habe keinen fucking Bock mehr auf dieses beschissene System in diesem verfickten Drecksland. Oh. Dieses scheiß Bürosystem da draußen ist im Eimer. Ja, dann wandert doch aus nach Amerika. Dann wärst du vermutlich schon lange verreckt. Ne? Denn wenn du da auf dem Standpunkt bist, wo du jetzt da in deinem Video bist, dann wärst du schon längst irgendwo unter der Brücke am Pennen in dem Pappkarton, Mann. Da draußen funktioniert gar nichts mehr. Ja, ne? Siehe meinen vorigen Kommentar. Du musst Nummern ziehen, du starrst in verständnislose Gesichter, du wirst mit einer frech abartigen Art wie der letzte Dreck überall behandelt. Die Leute strahlen dir entgegen, wir wollen dich hier nicht haben, ich will dich nicht sehen, ich will dir nicht helfen, lass mich in Ruhe, mein Kaffee steht hinten im Hinterraum, ich will meinen Kaffee weiter schlürfen, oder? Du, ich muss dir ganz ehrlich sagen, es geht mir gerade im Moment nicht anders. Du, glücklicherweise habe ich was zu trinken hier, muss nicht nach hinten gehen irgendwo, ne? Aber es ist schwer zu ertragen, dein Video anzuschauen, Arschloch, ehrlich. Es ist wirklich schwer zu ertragen. So schwer, dass ich hier für meine Zuschauer ein Video darüber mache, ne? Schlimm. Aber es ist noch was. Egal, wohin du kommst, es gibt da draußen keine Freundlichkeit mehr dem Kunden gegenüber. Oder im Amt, ich meine, das ist also so. Hier, Jobcenter und so, Freundlichkeit, das gibt's nicht. Oder nicht mehr. Zu deiner Information, das Jobcenter ist kein Amt. Das Jobcenter ist ein Dienstleister. Die sind eigentlich da, um dir zu dienen, wenn man es genau nimmt. Denk mal drüber nach. Wenn die nämlich nicht da wären, was würdest du denn dann machen? Es sei denn, du hast das große Glück, dass du eine Fallmanagerin bekommst, die gerade in den Job irgendwie eingestiegen ist. Aber ich glaube, die werden da reingeboren, weil ich habe noch nie gehört, dass man das lernen kann irgendwie oder so. Ich weiß nicht, wie man an so einen Job rankommt, aber es ist ein Traumjob. Das kann ich mal von vornherein sagen. Du musst dann nämlich nicht arbeiten. Das ist ein ganz gutes Standbild. Wollen wir mal analysieren hier ein bisschen? Ja? Guckt euch mal an, wie die Drecksau lebt. Da hinten die Umzugskartons oder was ist das? Vermutlich verschimmelt die Wand dahinter schon. Dann auf dem Regal, da liegt eine dicke Schicht Staub, ganz klar erkennbar. Putzt du nicht, du Sau, oder was? Ne? Da, was ist mit diesem Regal da los? Warum ist das rohes Holz? Bist du zu faul, deine Regale zu streichen, oder was ist das? Oder war da mal was anderes dran? Du hast es aus Wut abgerissen oder so, kann das sein? Da unten neben dem Stativ stehen irgendwelche verranzten Pappkartons. Das Stativ steht da, glaube ich, sogar drin, ne? Ja. Dann liegt da auf dem Bett irgendwie, was ist das, ein totes Tier oder sind das Klamotten? Haben auf jeden Fall wahrscheinlich schon länger keine Waschmaschine gesehen, oder? Und dann hier, kann man das sehen? Na, jetzt im Moment nicht. Ich mach gleich mal ein neues Standbild. Da. Auf seiner linken Schulter, also wenn man das jetzt hier sieht, auf der rechten, ne? Also da über dem Hut, auf seinem komischen, abgeranzten T-Shirt da, ne? Das sind so weiße Krümel. Wahrscheinlich hat er vor dem Video schnell noch einen Beruhigungssnack gefressen oder, ja, wie ein Piranha inhaliert und dabei sich vollgekrümelt. Das ist YouTube Deutschland, Leute. Ja, so. Hast du es denn jetzt bald? Das ist der aktuelle Status. Der Tag war scheiße. Und die nächsten Tage werden auch scheiße. Ich kann jetzt noch mal ein paar Tage genießen, in Anführungsstrichen, ja. So, ich bekomme jetzt morgen wie heißen die Dinger? Die habe ich mir auch noch heute bestellt. Nicht Kompressionsstrümpfe, sondern Kompressionsbandagen heißen die so, weil die Strümpfe dauern zwei Wochen in der Herstellung. Wisst ihr was, Leute? Ja. Ich hab, das geht jetzt noch 8 Minuten und die spare ich euch jetzt. So, also. Ich verlinke euch ja das Originalvideo. Wer das denn ganz sehen will, kann sich das ja unbedingt antun. Wenn ihr dann nur... Meiner Meinung nach klickt es nicht an, gebt diesem YouTuber keine Views, keine Likes und um Gottes Willen abonniert den auch bloß nicht. Das ist nicht wert. So. Ja, Spaß beiseite. Ich habe gedacht, ich mache das einfach mal jetzt. Und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß bei diesem kleinen Video, ne? Und es war wirklich scheiße damals. Und ich bin froh, dass der ganze Mist hinter mir liegt und ich diesen ganzen Dreck nicht mehr um mich habe, den ich in diesem Video um mich habe.
Ne? Viele vermissen ja Homer im Hintergrund, ne? Glaub mir, ich habe mir erzählen lassen, die haben ja hier ausgemistet und die ganze Rückseite von diesem Bettbezug, es ist übrigens kein Poster, sondern ein Bettbezug, an die es noch nicht mitbekommen haben, ist von der Rückseite von, es gibt ja in einigen Wohnungen, sammeln sich ja manchmal diese Mini-Motten, ne? Und die haben dahinter, gewütet. Das war komplett von hinten zerfressen und keine Ahnung. Das war verranzt, das Ding auch. Und das war ein Euro-Shop-Kauf. Eigentlich. Und ich habe davon zwei gehabt. Ja, das eine ist jetzt bei meiner Süßen auf der Decke, weil meine Decke ist dafür zu groß. Und das andere, ja, das habe ich halt da hingehangen, weil es auch für meine Decke schon damals zu groß war. Und jetzt meine neue hier, die ist noch größer sogar, aber naja, so. Warum erzähle ich das? So, ja, also wie gesagt, ich habe gedacht, das ist vielleicht ganz witzig, das mal zu machen hier und mehr kommt jetzt auch, glaube ich, nicht, was man hier kommentieren braucht. Und ich habe auch keine Lust mehr, ja, mich selbst zu ranten. Aber ich dachte, ich mache das mal, so selbstkritisch bin ich dann doch und das hat Spaß gemacht, so. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wer bis jetzt hier durchgehalten hat, Respekt, ne? Und viel Spaß beim nächsten Video, was immer ihr jetzt als nächstes schaut oder eben bei meinem nächsten Video. Schreibt mir in die Kommentare, ob euch das gefällt und ob ihr davon mehr wollt. Allerdings muss ich eine Ansage dazu machen. Ich werde hier nicht auf andere YouTuber in dieser Form reagieren wie jetzt hier. Das mache ich nicht. Das ist ja wieder so ein Beef-Scheiß oder was und da habe ich keine Lust drauf, ne? Ich habe mich jetzt hier selbst gebieft oder geroastet oder roast yourself oder wie heißt die ganze Scheiße da. Als das könnt ihr das jetzt von mir jetzt gerne verstehen, ne? Und ja, mit einigen Aussagen, die ich hier getroffen habe, habe ich aber auch tatsächlich recht, muss ich sagen. Das will ich mal an dieser Stelle auch noch unterstreichen, ne? Aber so Reactions kann ich auf dieser Weise machen, optisch, also technisch, sage ich das jetzt mal so, ne? So wie jetzt, wie das ist, was ihr hier jetzt gesehen habt. Und da kann ich gerne mehr machen, wenn ihr Lust drauf habt. Aber ich weiß noch nicht, was ich da dann mache. Oder, ich habe ja, wie gesagt, eingangs auch gesagt, ich kann auch auf Filme reagieren, würde dann aber nicht den kompletten Film hier hochladen, also die komplette Reaktion, sondern ich würde hinterher das Best-of zusammenschneiden. Oder vielleicht ein Best-of aus 2, 3 Filmen, so was ich an den schlimmsten Stellen reagiert habe. Ich weiß nicht, aber eigentlich waren die Filme angedacht für dieses Format mit meinem Bruder. Aber ich weiß nicht, irgendwie ist der derzeit ein bisschen komisch drauf und ich weiß nicht, ob der da überhaupt noch Lust zu hat. Aber irgendwann demnächst werde ich ihn mal wieder, ich habe schon mit ihm besprochen, dass wir uns demnächst mal wieder sehen und was trinken zusammen und dann quatsche ich nochmal mit ihm und dann bekommt ihr nochmal neue Infos. Aber ich kann das Format auf diese Weise hier auch alleine machen, wenn ihr das dann sehen wollt. Ja, bin ich auf eure Kommentare gespannt und ich bin gespannt, wie euch dieses Video hier gefallen hat. Und bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Farewell!